die Rolle eingesetzt, weil es hier schon relativ feucht ist. Und da kann ich also in der Tiefe auch nicht ganz viel bewegen mit effektiver Lockerung. Und sind jetzt halt nach draußen gekommen. Und dann kann die Rolllege, dieses aufliegende, krümelfähige Material, ganz gut erhalten. Besser als vielleicht die Scheibe, die es dann eingräbt, sodass ich hier ein vernünftiges Saatbett hinbekomme. Ist also jetzt nur die Behaltung des Saatbetts, so ein bisschen das Krümelige von dem Siebstern und der Abhaltung des Rübenruders nochmal so hin und her mischen und dass die Drillmaschine da eine vernünftige Saatgutablage hinbekommt. Es hat also beim Roden und nach dem Roden nicht geregnet. Das ist ja auch der Vorteil dieser Rübenroder, der 6-3er. Hier waren es nur 3 Stück, dann ist das relativ schnell erledigt. Und das Wetterrisiko ist deutlich geringer gegenüber früher bei den 2-Reihen gezogenen Rübenroder, wo man hier dann 1-2 Wochen zugange wäre auf dem Acker. Ja, die Rolle geschmeißt sehr schön, wir sehen das, die leichte Schräglauf der Messerwelle sieht man hinten sehr schön, dann hinten am rechten Eck. Durch diese leichte Diagonalstellung gibt es den Wurf der Erde. Und das reicht eben jetzt hin für eine vernünftige Saatbedeckung im Anschluss. Löst sich einigermaßen. Also das ist natürlich etwas fest, aber nicht verdichtet in dem Sinn, dass da nichts wachsen könnte. Also da jetzt rumzurühren, wird es auch nicht unbedingt verbessern. Denn wir haben hier ja die Wurzelkanäle von den Zuckerrüben und die Wurmgänge. Da können also die Weizenwurzeln sich auch gut zurechtfinden. Und hier ein tiefes Rumrühren. Im November wird das Wurzelbett den Wurzelraum nicht unbedingt verbessern. Ja, die Bodensonde hier nach dem Rübenroder geht so ganz gut rein. Also eine tiefe Lockerung bringt jetzt auch nichts. Geht ja auch gar nicht, weil es nass ist. Ja, die Spatenrolle hat ja die Eigenschaft, viel Feinerde zu schaffen. Im Gegensatz zur Scheibenmenge, die hat ja eher grobe Klumpen. Und dafür arbeitet die Rolle jetzt nur so 4 cm tief, 5, 6 vielleicht. Die Rolle, dass die Scheibenmenge, das haben wir uns letztes Jahr gesehen, wäre dann so auf 15 cm gekommen. Da muss man nun abwägen, was besser ist. Hier und in diesen Bedingungen, das haben wir uns ja angeschaut, ist also eine Lockerung gar nicht effektiv. Gar nicht unbedingt sinnvoll. Die Wurzelraumstruktur passt durch die Rübenkörper, durch die Regenwürmer. Und jetzt geht es halt nur um die Saatbettbereitung und da ist natürlich Feinerde von Vorteil. Deswegen jetzt die Rolllege, die hier also sehr schön, wir sehen, dass die schmeißt sehr schön und das krümelt geradezu. Während die Scheiben jetzt das Krümelfähige von der Oberfläche, was der Rübenroder ja schon zerkrümelt hat in den Siebsternen, runterholen würde und würde grobe Kurven aufholen oder große Brocken. Ginge auch, aber wäre nicht unbedingt vorteilhaft. Jetzt zu diesem späten Zeitpunkt ist mir das so lieber. In jedem Fall tun wir dem Boden so keinen Schaden, weil also gar nichts in der Tiefe rumrührt. Also bei Frostwellen geht auch mit der Maschine sehr gut. 2-3 Grad minus. Aber die Arbeit ist im Grunde die gleiche. Der Vorteil ist nur, dass gar nichts verstopfen kann, weil der Boden dann gefroren ist. Wenn hier aber auch nichts verstopft, ist das genau noch gut. Und vor 20 Jahren habe ich mal bei Frost gegrillt, war der Ertrag wirklich hervorragend auf diesem Acker an die 100 Doppelzentner. Nicht ganz, es waren glaube ich 95, so genau weiß ich nicht. Das war 2002 bei dem großen Elbow.
kommt. Das geht scheinbar auch ganz gut. Weil in dieser Boden, wir sehen das hier in dem Kultivator, also in den Federziegen, der Boden ist gut krümelbereit, auch weil ich ihn jetzt hier oben gelassen habe, das was abgereinigt ist. Und der Wurzelraum ist ja durch Grün erschossen. Der wird hier nur noch oben rausgezupft und das war's. Und nach unten, das haben wir uns im Frühjahr angesehen, die Regenwurmröhren, die also senkrecht runtergehen. In großer Anzahl. Also sollte hier der Wurzelraum passen. Und der Maßstab, die Aussage ist jetzt, das muss heute fertig werden, dann ist das kein Ding. Ablagetiefe ist prima. Bisschen lose Erdbedeckung, mehr brauche ich nicht. Und dann kann auch dieser feuchte Boden, der ist ja noch einigermaßen siebfähig, krümelbereit, ohne so tiefe Bearbeitung ein Saatbett geben. Ja, zur Zeit meines Großvaters wird der Mandis jetzt nach gepflügt mit einem 40 PS Trecker oder was die hatten und dann zerfrieren lassen und im Frühjahr dann eingesehen. Vielleicht mit Weizen. Das geht heute dank der Maschinen wesentlich eleganter, weil die Rübenroder ja so schön schnell sind, keine Spuren hinterlassen und man innerhalb eines Tages den Acker auch wieder drillen kann. Für die Bodenbiologie natürlich ein riesen Vorteil. Die können einfach weitermachen. Früher war dann erstmal Ende im Gelände. Jetzt pflügen, da ist natürlich danach gar nichts mehr los. Also hier das Vorgewinde, wo die Rübenroder immer hin und her fahren wegen der Grünmiete. Das haben wir jetzt mit der Scheibige bearbeitet. Denn da kann die Rolllege ja gar nicht richtig funktionieren. Das ist ja alles festgefahren. Aber mit der Scheibige geht das hier sehr schön. Also was heißt sehr schön, den Bedingungen entsprechend, das ist mindestens so gut wie pflügen. Nur eben ohne Furchenansatz und ähnliches, das ist gar nicht schlecht. Unter den gegebenen Bedingungen. Saatbett gibt es auch. Wird so ein bisschen gerade. Geht so.